So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 3. Wir sind ja noch im Krieg, fällt mir gerade ein. Und zwar immer noch gegen Aquilien. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ich jetzt nochmal machen wollte. Ich mache Defizite. Ich mache mir mal Defizite. Gastkommentator, ich letztes Mal gesagt, eventuell hat sich da doch mal erledigt, weil, nö. Machen wir so. Mit Neapel könnte ich einen weißen Frieden aushandeln. Ja, machen wir mal. Mit Neapel können wir machen. Haben wir wenigstens einen Gegner weniger, abgesehen davon habe ich nichts gegen Neapel. Achso, umkämpfte Umfragen haben wir noch. Ja, müssen wir mal gucken, umkämpfte Umfragen oder sowas, ne? Vor allem Holland. Oh. Ja gut, er ist gerade mal ein Jahr auf dem Thron, also das wird jetzt nicht garantiert nicht in der Dingens in der Personalunion mit uns enden. Oder als ob wir es erben würden. Wer ist noch mit uns im Krieg? Schauen wir mal. Genua, was ist ja auch sehr interessant. Die Provence. Provence ist ja der kleine Kackstreifen hier. Der Kackstreifen hier eigentlich auch, aber der hat irgendwie wenig zu sagen. Nö, wir werden ganz einfach Folgendes machen. Ich werde mir erstmal, ja, quasi ein nach dem anderen vorknüpfen. Hey, geht mal dahin. Oh, ja, mach mal. Provence. Das kannst du mal voll vergessen, mein Freund. Ich bezahle dir keine Dukaten. Vor allem, wenn ich gewinne. Ach, du verkacktes Savoy. Jetzt hast du hier alles so gemacht, wie ich es nicht will. Soll ich nämlich sagen, jetzt, das ist gerade ein bisschen doof. Nee, pass mal auf, wir machen es jetzt folgendes. Das Problem ist jetzt gerade, dass Savoy gerade die ganzen Gebiete hier belagert von Mailand. Und, wenn Savoy dann die Gebiete bekommt, erhalten sie auch die Siegespunkte quasi, um halt einen anderen Frieden zu erschließen. Und warum ist jetzt Ungarn im Krieg mit Aquilien? Ach so, einfach nur so, okay. Na dann, einfach nur so ist ja immer schön. Ja, pff, ja. Komm, schalten wir erstmal Aquilien aus, bevor wir da was machen mit den Mailändern. Ihr seht ja, obwohl doch 21%. Der Krieg kann doch nur wegen Schlachten sein. Ich weiß nicht. Mit Polen wäre noch eine umkämpfte Nachfrage. Warum denn? Oh. Der ist schon was älter, aber da habe ich wenig zu sagen. Oh, was soll's. Ich bin Kaiser, das ist gut. So, Genua. Genua würde ich auch gerne zu einem niedrigen Frieden zwingen, weil Genua auch ein relativ mächtiger Staat ist, auch wenn es so ein paar Kackhaufen sind. Trotzdem ist Genua wirtschaftlich eines der mächtigsten Staaten und ja, da kann man ordentlich Kohle rausbeziehen. Vor allem, weil ich ein paar Darlehen von mir noch fällig sind. Die ich zurückzahlen muss. Momentan habe ich ein bisschen Geldknappheit. Ist nicht unbedingt vom Vorteil. So, aber sonst, mit Ausnahme, dass mir Savoy auf den Sack geht, ist bisher noch nicht so viel los. Und Kino will immer wieder weißen Frieden mehr haben. Warum fragt hier Provence nicht an weißen Frieden? Würde ich sogar akzeptieren. Einfach nur, weil der Staat irgendwie mir kackegal ist. Natürlich Savoy mit denen. Wobei, das ist aber eventuell sogar ganz gut. Könnte es nämlich sein, dass Savoy im weißen Frieden mit denen vereinbart und dann sind die schon draußen. Passiert aber noch nicht direkt. Ach, das geht auch damit hinein. Na dann. Oh, das akzeptieren wir mal. Gibt ein bisschen Prestige und auch ein bisschen Kohle. Knete ist immer gut. So, was man machen kann, das habe ich voll vergessen zu erzählen. Oder konnte ich noch gar nicht erzählen. Wenn man eine Provinz erobern will, dann muss man logischerweise seine Armee erstmal draufstellen. Ist ja klar. So, und dann ist eben, es gibt in jeder Provinz eine Festung oder eine Festungsanlage, sagen wir es mal so.
Und die wird momentan von ungefähr 1000 Mann bewacht. Die Zahlen hier, dass ich hier mit 27.000 Mann angreife und damit 1000 verteidigt, das ist irgendwie nicht ganz so realistisch, aber. Naja. Auf jeden Fall, ich könnte einen Angriff befehlen auf die Festung. Hier sieht man auch den Zustand der Festung, die ändert sich auch so monatlich. Da wird sie mal eingerissen, mal wird sie ein bisschen stärker angeschlagen, bla bla bla. Aufstände kursieren darin. Auf jeden Fall, könnte ich auch so schon Angriff einsetzen, allerdings wird der relativ, ja, ich will es nicht sagen, ohne Wirkung sein, aber genauso wird es nämlich. Er wird nicht so wirkungsvoll sein. Mit späteren Waffen, wenn man Kanonen hat und all dergleichen, dann werden die Angriffe deutlich wirkungsvoller. Aber momentan, nö. Ich kann es ja einfach mal so als Witz machen. Ihr seht schon, die Moral geht auch extrem weit unten. Wenn die Moral ganz unten ist, im Übrigen, dann kann man quasi schon einpacken, weil dann, ja. Dann passiert nicht sehr viel. Dann hören die quasi wieder auf zu kämpfen. Das passiert ab und zu auch mal auf, wenn nur noch zweimal die Burg verteidigen. Das hört sich ziemlich lächerlich an, aber naja, so ist es halt, ne? So, Mailand hat einen Frieden mit Vatikan gemacht. Interessanterweise profitiert Mailand davon. Was machst du, Vatikan? Warum machst du so etwas? Interessanterweise kann ich wieder ein Bündnis anbieten. Biete mir aber gerade Brandenburg an. Brandenburg? Bündnis? Ja, wieso nicht? Wieso hat sich ja gerade ein Staat unabhängig erklärt, frage ich mich, aber naja. Oprino. Seltsam. Nun gut, dann warten wir einfach noch ein bisschen. Meine zuverlässigen Kollegen aus Savoy machen ja die Sache eher schwieriger, weil sie einfach 1000 Mann überall hinsetzen. Eine Festung könnte man auch dadurch erobern, indem man einfach für eine Zeit lang sie belagert. Irgendwann geben die Verteidiger auf, aufgrund von Mangels, Nahrungsmittelknappheit und sowas in der Art. Deswegen setzt die KI da immer gerne nur 1000 Mann dahin oder sowas dergleichen. Ich hau da trotzdem mit der ganzen Armee rein, weil ich sie so schnell wie möglich kaputt machen will. Aber gut, denen ist das eher egal. So, mal gucken, Aquilien. Könnte ich die rein natürlich sogar komplett annektieren? Boah, vielleicht. Wobei, wenn ich jetzt Aquilien annektieren würde, ist ja übel. Das wäre echt übel, wenn ich jetzt Aquilien annektieren würde. An sich warte ich ja darauf, dass entweder die Armee von Savoy mal hier abhauen oder dass Ungarn einen Frieden mit Aquilien vereinbart, um die anderen beiden Provinzen zu besetzen. Aber okay, Kohle bekomme ich ja soweit genug. Mache aber Minus. Ist meine Armee zu groß? Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Auf die Goldene Horde muss man immer aufpassen, die hier. Und auch die Timuriden hier, die Hämorrhoiden hier unten. Immer aufpassen, die sind nämlich alte Arschgeigen. Wow, was zum Teufel hat Venedig da unten dann gemacht? Einfach mal eben so Bosnien annektiert, was für Schweine. Aquilien, trennt sich von Görz? Na, reicht mir nicht. Okay, sind einfach meine Grenzen total bescheuert aussehen danach. Genua macht aber langsam Druck da, ne? Cool, mehr Prestige oder Papsteinfluss? Mehr Prestige natürlich. So, da haben sie schon drei, immerhin. Wow, jetzt sind sie erst bereit, mir was zu zahlen. Oder? Was für Penner auch. Die Freiheitsarmee ist relativ groß von denen. Ja, okay, was das relativ groß ist. Gerade mal eben so ausgenutzt. Machen wir mal ganz schnell. Da hat sich Ungarn das Ragusa-Gebiet da unten geholt. So, das Problem ist jetzt, oder das Schöne daran ist jetzt, wenn eine Festung erobert wurde und man direkt danach wieder eine Schlacht ausfechtet oder ausfechten will, dann ist die Garnison relativ schwach besetzt und man kann sie schnell besetzen. Das versuche ich jetzt gerade in Aquilien. Ja, wenn das schafft, dass Mailand mit seinen Hilfstruppen oder was auch immer da ist, Savoy Platz zu machen, na ja, toll. Die guten alten Verbündeten, ne?
einfach nichts in den Griff bekommen. So, hier hätten wir jetzt 100%. Ne? Ja. Das heißt, wir können jetzt hier einen Frieden fordern. Darin könnte ich zum Beispiel alle Provinzen hier fordern, wenn ich will. Oder aber ich sag, du kündigst Verträge auf oder du gehst eine Vasallisierung ein. Sprich, hier werden Vasalle von mir, was an sich gar nicht mal so verkehrt wäre. Vasallen könnte ich später mir einkassieren und würden ja dann zu den Fahnen rufen, wenn ich es für nötig erachte. Vasallisierung. Und ein bisschen Knete geben. 4 Ruf. Ah, komm, machen wir mal. So. Damit haben wir jetzt Aquilien vasalisiert. Sprich, die sind jetzt lehnstreu mit mir. Bischofstum. Ja, da brauche ich ja sowieso keine Angst haben, von wegen, dass ein anderer dazwischen funkt. Mit meiner muss ich jetzt mal schauen. So ein Problem ist ja, wenn ich jetzt noch hier Frieden verhandeln will, diese drei Gebiete würden dann zu Savoy gehen, nicht zu mir, weil sie eben die Provinzen belagern. Also muss ich erstmal, ja, mich darum kümmern, dass Mailand die Gebiete zurückerobert und ich danach noch mal einen Angriff starte. Ne, deswegen ist Savoy zugleich gut als Verbündeter zu mir, gleichzeitig auch beschissen. So, huch, was habe ich denn da jetzt gedrückt? An sich gar nichts. Habe ich da gerade gesehen, dass da irgendwer im Krieg mit Savoy ist? So hier Frankreich, ne? Nein? Nö, Frankreich irgendwie nicht. Irgendwie machen die was anderes. Aber ist auch egal. So, stimmt ja. Die sind jetzt in Lehnstreu mit mir. Allerdings Bündnis muss ich ihnen trotzdem noch anbieten. Und da fällt mir gerade ein, wenn ich so viele Verbündete habe. Ich wollte nochmal, huch, schon wieder verklickt, noch mal ein paar deutschen Staaten gucken, um da, hier Dingens, Staatsehen anzugehen. Bei so ein paar deutschen Staaten wollte ich schon ein paar Staatsehen eingehen. Allgemein tue ich mit jedem deutschen Staat Staatsehen eingehen. Einfach dann, falls die Möglichkeit besteht, dass ich da irgendwie was dran noch reißen kann. Ah, da haben wir schon, okay. Dann geht's noch Richtung Lüneburg und weiter nach Norden. So, und wer einer lehnt ab? Ein Habsburger weist man nicht ab. Mit Genua kann ich jetzt einen guten Frieden vereinbaren, allerdings sind mir gerade die Diplomaten ausgegangen. Mal so eine Frage im Zwischenraum. Huch. Burgund holt sich hinaus. Burgund ist wohl ein ziemliches Arschloch, ne? Burgund ist generell ein Arschlochstaat. Eine Frage im Raum mal so geworfen. Wer schaut eigentlich von euch allen hier so Game of Thrones? Denn dieses Wort... Ich könnte die Genua als Vasalle einfügen, wie witzfrei. Mache ich aber nicht. Ja, das Lustige ist, Genua hat Kernprovinzen hier hinten an der Krim und Rostov am Don. Was total keinen Sinn macht, die sonst erstmal aufgeben, das kann ich mir auch fordern. Dann können wir Korsika an die Unabhängigkeit entlassen, das werden wir auch tun, das gibt nämlich alles Prestige. Verträge tust du hier aufkündigen. Und ja, cool, hast du gerade keine mehr für mich, ja. Dann bist du nicht so zum großen Nutzen, aber immerhin bist du aus dem Krieg dann draußen. Ach ja, stimmt ja, und weil ich nämlich jetzt, guck an. Weil ich nämlich gerade jetzt, einen Staat unabhängig erklärt habe, der innerhalb des Reichsgebietes ist, also innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, erhalte ich 10 Reichsautorität. Das ist sehr interessant. Stimmt das? Die ist echt... Tatsache, Korsika ist innerhalb von des deutschen... Ja, des deutschen Reiches sage ich nicht, aber des Heiligen Römischen Reiches. Und da ich ihnen die Unabhängigkeit gegeben habe, sind sie natürlich mit mir ziemlich gut gestellt. So, ein weiterer weniger. Damit bleibt eigentlich nur noch Mailand. Als einziger Rivale. Bleibt die Frage, was zu tun ist. Ah, wunderbar, mal sehen. Mein wird alle. Mein lässt Parma der Unabhängigkeit und sagt. Pisa auch der Unabhängigkeit. Ja, okay. So, Savoy hat jetzt Frieden gemacht mit Mailand. Darin haben sie befohlen, dass Parma unabhängig wird, so wie Pisa. Was mir in dem Zeitpunkt jetzt auch irgendwie scheißegal ist. Das heißt, ich habe jetzt, ja, freien Weg. Und mache jetzt die restliche Meile nicht an mir fertig und fordere dann meine drei Gebiete von ihnen.
Genauso werden wir es jetzt tun. Oh, und dein General ist gestorben. Ich habe einen General gehabt? Ich wundere mich jetzt gerade. Aber ich habe keinen Diplomatenzugriff parat. Mist. Ja, und der Mailänder macht hier wieder einen auf Superheldenmodus. Ihr habt mir ein paar Tipps gegeben, wie es sein kann, dass es so zu so einer Konstellation kommt. Für mich macht es trotzdem noch keinen wirklichen Sinn. So, Staatsehe mit Korsika nebenbei. Gleichzeitig sind sie mit mir auch im Bündnis, das ist auch interessant, weil ich ihnen Unabhängigkeit geschenkt habe. Schwieriges Wort, Unabhängigkeit schenken. Aber naja, drei neue Staaten da unten in Italien, das mag jetzt vielleicht nicht ganz so sich so anhören, wie sich einige erträumt haben. Einer hat hingeschrieben, gründe ein italienisches, norditalienisches Reich, wo ich mir denke, ich bin ein süddeutscher Staatsgrupp gesehen. Oh, einige Österreicher sind gerade böse auf mich. Nee, grob gesehen bin ich ja ein, ja doch, man kann schon sagen, ein süddeutschsprachiger Staat, so. Jetzt haben wir es richtig ausgesagt. Und, ja, ich fühle mich eher nach Deutschland hingezogen, als auch nach Italien. Versuch aber mal, die Festung zu stürmen. Ne, klappt nicht. Allein, weil meine Moral so viel in so down geht. Ah doch, klappt echt. Interessant. Mist. Ja, der Mailänder geht über die Schweiz nach vorne. Was ein Arsch. Pass mal auf, dann machen wir mal Folgendes. Der wird in Trient bleiben. Da werde ich mir erst Verona holen und dann werde ich Trient den Garaus machen und dann holen wir uns die letzten beiden Gebiete. So. Ach ja, stimmt, der Darlehen. Fuck, das kann ich mir eigentlich noch nicht wirklich erlauben. Also verlängern wir ihn erstmal. So, mit einer. Wenn ihr mit einer Übermacht der Festung angreift, könnt ihr es ruhig wagen anzugreifen. Die hält das unmöglich stand. So, wir haben damit Staatsehen. Damit. Ne, damit ging nicht. Aber damit ging, genau, mit Mecklenburg. Die Mecklenburger. Bringt immer Vorteile, sowas zu machen. So, mal gucken. Polen, Sardinien. Ja, klar. Das ist ja klar. Portugal. Juckt mich trotzdem nicht. Holstein interessiert mich, allerdings haben die da mit den Dänen was zu tun. Und Oldenburg können wir machen, genau, Oldenburg. Oldenburg, Foldenburg, zadadum, zadadum. So, mit 27.000 Mann gegen 7.000 aufmarschieren, das ist, ja, leichte Überlegenheit. Ich wage zu bezweifeln, dass ich gewinnen werde. Aber, naja, man kann ja hoffen, ne? So, der Anfang ist sowieso sehr interessant, ich kriege wieder die meisten Verluste. Ich dachte, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass sie einen General hier haben und ich nicht. Wird es wahrscheinlich liegen, aber ich finde es einfach nur lächerlich ausgewürfelt, ganz ehrlich. Aber naja, ich gewinne trotzdem, wirst du sehen. So, Vorteil ist, einen vasalisierten Staat kann ich mir irgendwann einfach mal durch Annexion fordern. Heißt nicht, dass es immer annehmen, aber die ersten Staaten, meine ich, nehmen es. Ja, relativ locker in Kauf. Also die werden nicht sagen, jawohl. Die werden schon sagen, nee, na komm, ne? So eine Art. Aber wenn man das fünfmal macht oder so, dann kommt da eher so, nö. Und zwar grenzenloses Nö. So, mal gucken, haben wir jetzt alle hier in den deutschen Staaten? Staatsseen, ne? Nee, mit Brandenburg haben wir nicht. Haben sich losgerissen von den Luxemburgern. So, Trent haben wir gewonnen. Pommern können wir auch noch machen. Mal kurz gucken, wie sieht denn das jetzt aus? Ah, Thüringen habe ich vergessen. Nee, Thüringen hat doch nicht, oder? Thüringen? Doch, Thüringen hat noch. Aber da war, warte mal, ich kann mich irgendwas erinnern. War nicht was? Thüringen? Ja, genau, da hatte Böhm seine Finger ins Spiel. Hahaha. Ich erinnere mich. So, pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Jetzt holen wir uns die letzten beiden Gebiete von Mailand und dann beenden wir den Krieg. Der geht mir nämlich schon viel zu lange. Erstmal mit Pommern Staatsehe. Nebenbei, Staatsehe bringt ja nicht nur, dass ich sie eventuell. Ja, dass ich halt eventuell da auch die Krone mir aufsetzen kann von den jeweiligen Staaten, wobei die meisten ja nur Fürstentümer waren.
sondern es bringt auch bessere Beziehungen zu den einzelnen Staaten, was auch nicht so verkehrt ist. So. Reichsautorität haben wir 30%. Um Reform anzuführen, brauche ich jeweils 50%. Da müssen wir ein bisschen rumschrauben. Allerdings erst im nächsten Part.